Marienhof im Ersten. Präsentiert von Maggi Texicana Salsa. Einzigartig. Es wird viel passieren. Aber immerhin schien Südo ja gestern eine Menge Spaß mit dir gehabt zu haben. Jeder hat beim Sex seine Qualitäten. Tja, nach so erfolgreichem Testlauf mit Andrea können wir ja gespannt sein auf die heutige Nagelprobe mit Kim, nicht? Mir tut keiner mehr weh. Nie wieder. Also ich muss schon sagen, einen wehrlosen Mann einfach so zu verführen. So schlimm? Nicht wirklich. Ich glaube, du darfst dich ab jetzt öfter bei mir entschuldigen. Aha, erst böse gucken und jetzt um mehr betteln. Naja, ich hab gedacht, du willst mich wieder mit irgendeinem Trick auf die Malediven locken. Für dich tust alles, Sherry. Hey. Nein, du lässt dich nicht kaufen. Du bist, wie du bist und es ist auch gut so. Charlie, mir tut das alles so wahnsinnig leid. Ich hab dich so unter Druck gesetzt. Hey, du kannst doch nicht ahnen, dass ich gleich größenwahnsinnig werde, einen Kredit aufnehme und das Inventar von der Werkstatt kaufe, oder? Du bist nicht größenwahnsinnig. Ich denke, die Werkstatt ist eine super Investition in deine Zukunft. Ich muss nur schaffen, die irgendwie zum Laufen zu bringen, ohne Korschex, also ohne deine Aufträge. Du schaffst das schon, hm? Ein Vollprofi wie du. Aber du wirst jetzt nicht mehr in meine Angelegenheit pushen. Hm? Spinnst du, du Penner? Ja, alles okay mit dir? Ja, geht schon. Und bei dir? Du kannst es nicht lassen, oder? Was denn? Naja, den Typen, den hast du doch gekauft, oder? Na logisch, damit du zwei neue Aufträge hast. Die Frage, was dir lieber ist, ein verknallter Friedrich Detmer oder ein Pedant, dem du auch noch die Puschen hinstellen musst, ne? Ist Papa immer noch nicht da? Ach, was hab ich für ein Glück mit Stefano. Na ja gut, manchmal da spielt er schon den Macho. Das macht er, weil er zeigen muss, dass er Italiener ist, aber... Mama, Papa ist ein Macho. Hm? Im Grunde seines Herzens ist er das genaue Gegenteil, nämlich zärtlich, sensibel und aufmerksam. Mhm. Du, ich muss Schluss machen. Ich glaube, er kommt gerade. Ciao. Ciao, Inge. Tschüss. Dino! Papa! Hm. Ja, schön, dass du wieder da Ciao, bist. Ciao, hey, guter Posto. Alles klar. Ja. Ah, ciao. Ah, ciao, gell. Ciao. Na? Sag mal, wieso holt mich keiner vom Bahnhof ab? Ich stehe da wie ein Stronz und das Telefon ist ständig besetzt. Ich dachte, du nimmst dir ein Taxi und außerdem... Na, jetzt wird erst mal ausgiebig gefrühstückt. Hm? Ja. Ja, Mama hat nämlich den Parmaschinken besorgt, den du so gerne magst. Hm? Parmaschinken kann ich überhaupt nicht mehr sehen. Habe ich jeden Tag in Italien gegessen. Ja, ich wollte dir nur eine Freude machen. Du weißt auch, wie ich am liebsten frühstücke. Una Brioche, un Café e basta. Benvenuto in Macho-Land. Keine Ahnung, Sylo, die beiden sind noch oben. Nein, ich habe ihn doch noch nicht gesehen. Ja, bis später. Ciao. Morgen, Andrea. Morgen. Sind die anderen schon weg?
Ja, Bülent musste zum Seminar und Sülow ist, glaube ich, im Großmarkt. Gegenfrage, wo ist Sascha? Er wollte früh schon in die Bibliothek. Recherchen für seine Examensarbeit. Architektur in der Gründerzeit. Schade. Ich war schon so gespannt. Du wirst ihn schon noch früh genug zu Gesicht bekommen. Gehört habe ich ihn ja schon. Oh, Gott, waren wir so laut. Halb so wild. Wann seht ihr euch wieder? Heute, morgen, übermorgen. Ach, Andrea, das ist wirklich der Wahnsinn. Ich habe noch nie einen Menschen kennengelernt, der so unglaublich toll ist wie er. Glaubst du mir das nicht? Doch, natürlich. Ich will nur nicht, dass du dich da in was verrennst und wieder enttäuscht wirst. Sascha ist doch nicht Nils. Bei uns hat eben einfach alles von der ersten Minute angestimmt. Mag ja sein, aber... Ach bitte, wenn ich mich auf eins verlassen kann, dann doch auf meine Menschenkenntnis. Ich bin doch nicht umsonst Pädagogin. Ja, klar. Eigentlich hast du recht. Du bist echt zu beneiden, weißt du das? Der Himmel rosarot, alles voller Geigen. Wer weiß, wann ich das mal wieder erlebe. Wieso? Du bist allein. Sülow ist allein. Und? Was meinst du damit? Ich meine, warum versucht ihr beiden das denn nicht mal miteinander? Muss jetzt auch los. Tschüss. Und was hast du sonst noch so gemacht? Nichts. Wie soll ich Zeit haben, wenn ich tagelang auf Goldversuche bin? Wie jetzt? Ich dachte, du wolltest die Klitsche von Onkel Luigi verpachten. Verpachten, verkaufen, was spielt das mit? Hallo, ofenfrische Brioche. Was Süßes für meinen Süßen. Ist ja gut, so war das auch nicht gemeint. Naja, ich will mir nicht nachsagen lassen, dass ich mich um meinen Ehemann... Toni, komm, wir müssen. Oh ja. Ciao, Papi, Leini. Ciao, Dad. Ciao, Mama. Munter mal ein bisschen unseren Dad auf, hm? Okay, tschüss. Ciao. Hat dich die Fahrt so geschafft? Was ist denn los mit dir, Stefano? Was soll denn los sein? Naja, du kommst endlich nach Hause und sagst kaum was. Hast du irgendein Problem? Kann ich dir irgendwie helfen? Mir ist nicht mehr zu helfen. Was soll das heißen? Bist du krank? Also, wenn du mir nicht auf der Stelle sagst, was los ist, dann... Sag mal, Tanja, was habe ich in meinem Leben schon Großartiges geleistet? Kann ich mir einmal ein Auto leihen, um dich reinzulegen? Und, muss viel repariert werden? Ja, allerdings. Ja, wenn ich das geahnt hätte, hätte ich dem Typen natürlich gesagt, dass er uns etwas sanfter auffahren soll. Jetzt muss ich zwei Fahrzeuge reparieren. Schöne Scheiße. Oh je, zwei Schäden auf einmal. Was bekomme ich denn da an Strafe? Die Höchststrafe natürlich. Hey, Turteln verboten! Ich nehme alles zurück. Bist ja quasi schon der Boss. Hallo. Hallo. Also es bleibt dabei, heute Abend bei der offiziellen Geschäftsübergabe. Ja klar, es wird nur noch die Technik überprüft, dann ist alles klar zwischen uns, genau wie vertraglich geregelt. Außer Bierzapfen, servieren, Gläser polieren, wieder Bierzapfen, Gläser polieren. Der wilde Mann, das ist eine einzige Sackgasse. Wie bitte? Also da komme ich jetzt aber nicht mit. Mir ist es in Italien wie Schuppen von den Augen gefallen. Moment mal, als du die abgewackte Klitsche von deinem Bruder Luigi loswerden wolltest, da ist dir aufgefallen, dass du mit unserem wilden Mann in der Sackgasse steckst? Er hat wenigstens versucht, was Großes zu leisten. Ich hingegen. Wenn ich dich daran erinnern darf, dein Bruder Luigi, der so Großartiges geleistet hat, der sitzt im Moment im Knast. Er hatte wenigstens Visionen. Ja? Was denn für welche? Die schönste Kachen Italiens herzustellen. Und hat dabei noch 20 Leute Arbeit gegeben. Ja, und du hast die beste Küche im ganzen Marienhof. Ist es vielleicht nichts? Essen, Essen. Was hat das für bleibende Werte? Das Essen wird verdaut. Ja, passt. Ja, aber vorher hast du viele Leute damit glücklich gemacht. Ganz davon abgesehen, dass es deine Familie ernährt. Du willst mich nicht verstehen, ne? Aber was habe ich erwartet? Hier hat mich nie jemanden verstanden. Oh, du tust mir wirklich so leid. Ich bin fast 50. Du bist Anfang 40. Habe im Leben nichts erreicht. Die Tage sind leer wie
wie eine ausgenuckelte Chianti-Flasche. Ich weiß. Ich bin ein alter Mann, nutzlos und ohne jede Perspektive. Okay. Jammer du ruhig noch ein bisschen weiter. Ich gehe jetzt mal in den wilden Mann, Brötchen für die Familie verdienen. Ach, und wenn du dir vielleicht schon mal einen Sarg bestellen willst, es gibt wunderschöne Marmormodelle. Hm? Schau. Jenny, schön, dich zu sehen. Darf ich? Ja, was für eine Frage. Carlos, Entschuldigung, kann ich eine Cola bekommen? Komm sofort. Na, wie geht's dir denn so? Ganz gut. Lass mich raten, du bist frisch verliebt, hm? Danke. Bitte. Es ist doch sicher irgendeiner in Sicht, der meiner Jenny das Leben ein bisschen versüßen will, hm? Im Moment setze ich, glaube ich, ein bisschen mehr auf Freundschaften. Hm. Auch gut. Da bist du bei mir übrigens genau an der richtigen Adresse. Ich bin nämlich heilfroh, dass wir uns trotz der Trennung noch so gut verstehen. Wie lange ist das jetzt hier? Schon fast ein Jahr, hä? Tja, damit hätten wir ja dann das Trennungsjahr schon geschafft. wo du es gerade selber ansprichst, meinst du nicht auch, wir sollten langsam mal an Scheidung denken? Also, das ist ein Stück Arbeit. Und was ist mit dem Wagen, der euch draufgefahren ist? Ja, der Typ hat einen Oldtimer und den will er rundum erneuern lassen. Und rat mal, wer das macht. Charlie Kolbe? Respekt, Respekt. Also dann, bis heute Abend. Bis heute Abend, ciao. Ciao. Ja, siehste, es geht bergauf. Bald werde ich dich auf die Malediven einladen. Ich lass mich aber nicht aushalten. Nee, du wirst eh deinen kleinen Teil abarbeiten müssen. Wie jetzt? Naja, der Typ mit dem Oldtimer, der braucht neue Schonbezüge. Und da hat er mich nach einer adäquaten Adresse gefragt. Und seit wann bin ich eine adäquate Adresse für Autoschonbezüge? Na, als Designerin ist man da doch flexibel, oder? Okay. Aber ich darf die Buste aussuchen, einverstanden? Ausnahmsweise. Ach, wieder im Lande, Herr Maldini. Das freut mich. Willkommen zu Hause. Na, wie war's denn in der Heimat? War doch schön bei Maldini. Hast du denn wenigstens gutes Wetter gehabt? Ich habe hart gearbeitet und keinen Urlaub gehabt. Ach so. Siehst du, so geht das schon die ganze Zeit. Er fühlt sich alt und glaubt, sein Leben vergeudet zu haben. Wieso das denn? Na, weil er nicht die Glühbirne und das Internet erfunden hat. Außerdem ist er nicht Nobelpreisträger. Ach ja, und auf dem Mond ist er auch noch nicht gewesen. Aber er ist doch der Erfinder der besten Pasta-Rezepte der Welt. Das sag ich mal. Ja, also da ist die Diagnose eindeutig. Midlife-Crisis. Na prima. Und was macht man dagegen? Patentrezept gibt's natürlich nicht. Aber ich denke, du solltest ihn davon überzeugen, dass er überhaupt keinen Grund hat, mit sich zu hadern. Er hat ein gut gehendes Restaurant. Das will er nicht hören. Er hat 3 gesunde Kinder. Das nimmt er als selbstverständlich. Ja, und was ist mit dir? Der wird doch wohl wissen, was er an dir hat, oder? Also, davon gehe ich mal aus. Also, ich kümmere mich um den Anwalt. Wäre doch gelacht, wenn wir die Chose nicht sauber geregelt kriegen, ne? So, ich muss jetzt noch zu Annalena und dann muss ich Demi abholen. Bei dir ist wirklich alles klar? Ja, sicher. Wir telefonieren dann wegen des Anwalts. Okay, machen wir. Du bist natürlich eingeladen. Tschüss. Danke. Und, alles Paletti? Warum fragt ihr mich das alle? Es ist alles super, ja. Nicht, dass ich euer Gespräch belauscht hätte. Aber so eine Scheidung ist natürlich kein Pappenstiel. Ach so, das war längst überfällig, dass wir mal darüber geredet haben. Dann seid ihr euch also einig. Ist doch super. Lieber ein richtiges Ende als ein jahrelanges Rumgeeiere. Carlos, hast du noch ein Momentchen Zeit für mich? Du siehst doch, was hier los ist. Lass uns nachher noch mal reden, okay? Ach, wenn es doch bloß nur die Scheidung wäre. Da steht
dir aber gut. Für wen kleisterst du dich denn rein? Na, bestimmt nicht für den Briefträger. Ja, dann hoffentlich für den Handwerker. Der alte Stenger hat's nämlich nicht verdient. Stimmt, kommt nach Hause und verbreitet nur miese Laune. Das wird schon wieder. Also, an deiner Stelle hätte ich ihm schon längst eine Fahrkarte nach Sibirien gekauft, aber nur eine hin. Stattdessen stylst du dich auch noch so für ihn auf. Lass mich mal nur machen, ich kenne ihn schon ein paar Takte länger. Du musst ihn auf Liebesentzug setzen und danach sieht's verdammt nochmal nicht aus. Also Liebesentzug wäre nun genau die falsche Methode. Euer Vater befindet sich nämlich gerade in einem mittelalterlichen Ausnahmezustand. Hm? Hä? Wie jetzt? Ja, das ist was Perverses. Auf gut Deutsch, Midlife-Crisis. Oh, nee. Ja, ich dachte schon, es wäre was Schlimmes. Ne, Midlife-Crisis ist was Schlimmes. Und euer Vater hat genauso das Recht darauf, wie ihr auf eure Pubertät. Hm? Oh Gott, das kann ja Jahre dauern. Ich denke, in 1 bis 2 Stunden ist das Thema durch. Ihr geht jetzt mal ganz schnell ein Eis essen, bitte. Und wenn ihr wiederkommt, ist euer Vater wieder ganz der Alte. Na dann, viel Glück, Mama. Und ja. Das wird schon. Also, ciao. Rhabarber, was magst du lieber? Kompott oder Kuchen? Kuchen hilft besser gegen Liebeskummer. Oh je, so schlimm? Naja, ich versuche mich jetzt erstmal mit Arbeit abzulenken. Du sag mal, was hältst du eigentlich von der Idee, wenn ich aus der Möhre so einen Stehimbiss mache? So ähnlich wie Switche? Nein, so einen türkischen Stehimbiss. Mit super leckeren Sachen. Hatte ich doch schon mal. Ja, klingt gut, wirklich. Ich wäre erstmal mit Arbeit zugeschüttet. Ja, pass aber auf, dass du dich nicht übernimmst. Du, Andrea, sag mal, diese Sascha. Wie oft denn noch, Sülo? Ich hab ihn doch auch nicht zu Gesicht gekriegt. Mann, ich meine, wenn er sich gleich beim Frühstück verdrückt und durch den Notausgang abhaut, dann... Sascha musste heute Morgen zur Bibliothek, hat Kim jedenfalls gesagt. Deshalb ist er vor uns weg. Andrea, ich versteh's nicht. Du hast doch selber zu mir gesagt, dass Kim dasselbe für mich empfindet, wie ich für sie. Ja, das dachte ich ja auch. Und jetzt glaubst du, dass sie was von diesem... von unserem One-Night-Stand mitgekriegt hat. Nein, Quatsch, wie sollte sie? Na, stimmt auch wieder. Sülo, ich hätte es doch auch toll gefunden, wenn es mit dir und Kim klappen würde. Aber nach all den schlechten Erfahrungen, die sie gemacht hat. Ja, ich habe schon kapiert, jetzt hat sie ihren Traumtypen gefunden. Massiere dich ein bisschen. Das entspannt. Ich bin aber nicht so spannend. Ich hab nur. Ich weiß, du hast einen mittelschweren Anfall von Midlife-Crisis. Midlife-Crisis? Ich? Jetzt setz dich und entspann dich. So, wie siehst du überhaupt aus? Kriegen wir Besuch? Darf ich mich jetzt nicht mal mehr für meinen Mann zurechtmachen? Einfach so? Hm? Du brauchst dich nicht zu opfern. An deiner Stelle würde ich mich auch nicht mit so einem Versager abgeben. Ach, du hast doch überhaupt keinen Grund, sich zu beklagen. Wir haben ein eigenes Lokal. Wir haben 3 gesunde Kinder und wir führen eine super Ehe. Sì, siamo sposati, sì. Oh, Madonna mia. Was hätte aus mir alles werden können, wenn ich nicht so früh geheiratet hätte und mir eine Familie ans Bein gebunden hätte? Echt? Mensch, dein Traummann, Valerie? Das freut mich aber für dich, ja, super. Dann bist du also endlich über Matthias und Thorsten hinweg. Cool. Ja, genieß das mal. Ach, du weißt ja, um mich macht die Liebe mal wieder einen großen Bogen. Doch, klar, es gibt schon jemanden, weißt du doch. Aber lass uns doch mal ein andermal darüber sprechen, ja? Okay. Sehe ich dich bald? Ich vermisse dich auch. Tschüss. Hi, Kim. War das Sascha? Immer noch die große Liebe? Sag mal, für wen hältst du mich eigentlich? Glaubst du, dass ich meine Lover wie die Unterhose wechsle? Nee, natürlich nicht. Möchtest du dich setzen? Nee, ich wollte schnell in den Supermarkt. Soll ich dir was mitbringen? Ah, nee. Quatsch. Bist du heute Abend sowieso verabredet? Nee, Sascha kann jetzt doch nicht. Der hat zu tun. Ach so. Ja, sag mal, dann können wir doch heute Abend mal auf deine Liebe anstoßen. Hm? Nur wir beide, was meinst du? Ja, sicher, okay. Ja, super. Ich freue mich.
das Bier hast du dir jetzt echt verdient. Wir beide, Kumpel, wir beide. Auf Charlie Kolbe. Zum Wohl. Ah, schön, dass ihr endlich da seid. Hallo. Hey. Darf ich bekannt machen, das ist Theo Übervogel, der Mann, der das Gutachten erstellt hat. Hallo, mein Glückwunsch. Die Maschinen sind echt top, technisch im einwandfreien Zustand und der Preis ist ein echtes Schnäppchen. Tja, und wenn du mal ein Problem hast, dann frag mich. Ja klar, solange dein Meisterbrief im Büro hängt sowieso. Ja, das wär's dann zum offiziellen Teil der Geschäftsübergabe. Hallo, Essen steht auf dem Tresen. Ah, gut. Hast du Lust auf Buletten? Und wie, ich liebe Buletten. Okay. Passt so wie Sushi. Cool. Ihr kommt mit zum Essen, oder? Ja, ja, selbstverständlich. Klar. So ein Geschäft muss doch gefeiert werden. Du hältst doch dicht, oder? Ja, selbstverständlich. Wir sitzen auf demselben Boot. Wenn der erst mal checkt, dass er die 20.000 Eier für verdeckte Mängel und schrottreifes Werkzeug hinlegt, na, dann Prost Mahlzeit. Das wäre teurer als die paar Buletten. Du, ich hatte noch einen 90er Bordeaux im Regal. Den habe ich für besondere Angelegenheiten aufgehoben. Und heute dachte ich, ha, wir haben Glück. Ist nicht gekippt. Hier, riech mal. Kim, was ist denn los? Nichts. Gar nichts. Ich muss erst wieder runterkommen. Lecker. So. Und Schokolade, das wird dir helfen. Ja. Auf das, was wir lieben. Oh, komm. Erzähl mir, was du willst, aber irgendwas ist doch. Kim, ist was mit Sascha? Hat er dir wehgetan? Oh, Kim, sag doch was. Die Einzige, die mir wehgetan hat, bist du! Verdammte Schlampe! Wenn es klingelt bei Familie Borgmann, dann gibt's bei aller Liebe auch mal richtig Trouble. Du hast was? Ich hab's gewusst. Du kannst doch nicht... Ein Kapitalverbrechen, ich gebe es zu. Wenn du wüsstest, wie sehr ich mit dir leide. Und? Ich werde mich ändern. Ja, ja. Dann haben wir richtig was zu feiern. Fehlt nur noch Susan. Wow! Bei aller Liebe. Sind wir zu spät? Dienstag bis Freitag, 18:50 Uhr im Ersten. Herzlich willkommen. Bei dir kann einfach niemand widerstehen.